Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Table Tennis Gamer mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. So, wir sind jetzt hier bei dem alten Herren. Sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören. Er sagte, er würde meine Mondträne stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du einen Blick durch mein Teleskop werfen? Ja, genau das wollen wir. Der Unruhestifter, ihr könnt es euch schon denken, es ist mal wieder der Bösewicht hier in dem Ganzen. Da oben ist er. Wir zoomen ran und da sehen wir ihn. Das Mist-Horror-Kitter mit der Majora's Mask. Unser Freund in Ocarina of Time, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen. In Ocarina of Time war er unser Freund und jetzt bekämpft er uns. Und da ein Komet kommt aus dem Auge des Mondes. Eine Mondträne schlägt voll ein, macht nur so ein kleines Loch. So wie der Einschlag simuliert ist, müsste die ganze Stadt mit weg sein. Und da er zeigt uns seinen Hinterteil. Ungezogener Junge. Dem wollen wir es zeigen, Leute. Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich nur am Vorabend des Karnevals öffnet. So, Tür Vorabend des Karnevals, genau das ist unser unser Stichwort. Aber vorher gehen wir hier raus. Sieht aus irgendwie wie eine Heizung, so ein bisschen. Und zwar wollen wir die Mondträne mitnehmen. Die brauchen wir. Komm her. Du hast die Mondträne gefunden. Eine wirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Jo, wissen wir doch schon nichts. Und zwar, die bringen wir unserem Freund Laubkerl da, der sagt so, ey, geh hier weg, das ist mein Lager und. Dann gibt er uns ein Blatt Papier, mit dem wir dann auch noch was anstellen werden, um ein Herzteil zu bekommen. Wir werden ein weiteres Herzteil bekommen, wenn wir dann da hochfliegen. Das habe ich euch schon gezeigt, das Herzteil, bei dem Uhrturm da. Dann müssen wir bis Ende des dritten Tages warten, da hoch zu dem Uhrturm, und dann werden wir dem Mist Horror Kid begegnen. Also Leute, ja, mein Gott, jedes Mal dasselbe. Jedes Mal laufe ich dagegen, jedes Mal. Nein, that was a fault. Oh Gott. Ich wollte mich umgucken, gut, jetzt wissen wir, das Horror Kid bringen. Ja, ja, komm, oh nein. Sorry Leute, aber ich... Oh, was? Ist ja schon wieder am Lecken hier. Ich kann Taya, Navi, wie auch immer, ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Also diese Tipps, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht... Wieso hängt der so oft? Tut mir leid für die Hänger, Leute. Ich kann diese Feen echt nicht mehr sehen. Ach, ob die große, die kleine, wie auch immer. Ich kann sie alle nicht mehr sehen. So, was habe ich gesagt? Deko, Laubkerl, wir wollen dem Typen seine Mondträne geben. Und daraufhin gibt er uns dann... Ah, da war der Postbote. Gibt er uns dann... Ach, wie heißt es? Eine Urkunde und sein Deko-Ding da. Ja, der Postbote, der ist auch aus Ocarina of Time. Das ist da der bekloppte Jogger, der um die London-Farm rumjoggt. Der uns Wahnsinnspreise zahlt für diese komische Hasenmaske. Die hier übrigens sehr wichtig ist. Die wird uns das Spiel sehr vereinfachen. So... Nee, nicht gucken. Nein. Wieso hängt der so oft? So, hier, deine Mondträne, Freund. Was los? Ah, dieser Stein, du musst ihn mir geben. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an. Inklusive Dekoblume. Na, wie wär's? Ja, komm, gib her. Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eingetauscht. Genau, die wollten wir haben. Oh, ich danke dir. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist lange Zeit her, dass ich ihre Augen am Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz soll bei allen Dekos hoch im Kurs stehen. Aber du weißt das sicherlich schon. Ja, ja.
Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Jo, mit den Urkunden, da gibt's, es gibt noch, bei den Goronen gibt's noch so ein Deko-Ding, bei den Zoras und noch im Ikana Canyon. Da haben wir noch eine ganze Menge an Tauscharbeit vor uns, aber nach jedem Tausch wartet auch ein Herzteil auf uns, meine ich, ja. Müsste sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze hier mit den Deko-Laubkernen, wie sie auch immer heißen, zu machen. Ich frag mich nur, wo der jetzt hin abhaut. So, gehst du da rein? Genau. Wir tun Folgendes. Wir fliegen, auch wenn wir da oben noch nichts machen können, weil das Tor noch nicht auf ist. Wir holen uns einfach schon mal unser erstes Herzteil ab. Herzteil gefunden. Jo. Die Tür zum Uhrturm öffnet sich nur einmal im Jahr, und zwar um Mitternacht zum Vorabend des Karnevals. Jo. Danke für den Tipp, Navi. Ist auch so eine Sache. Da wären wir nie ohne sie drauf gekommen. Leute, das müsst ihr euch erzählen. Hätte Navi uns... ja, sind wir richtig. Hätte Navi uns das nicht gesagt, was würden wir nur ohne Navi machen? Wir wären aufgeschmissen. Ja, wieso hängt der schon wieder? Tut mir echt leid. Ja, die Sache ist die, wir müssen hier in der Nacht hoch. In der Nacht müssen wir zu dem... Ach, ich weiß gar nicht, wie heißt das da? Gast zum Eintopf oder wie auch immer. Ja, was zeige ich euch währenddessen? Wir gehen mit der Vogelscheuche tanzen. Ja, gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir nochmal die Vogelscheuche besuchen. Gehen mit ihr tanzen, dann haben wir Nacht. Und dann müssten wir das von der Zeit her eigentlich schaffen, noch das Herzteil in dem Gasthof zu holen. Hoffe ich doch. So, und jetzt kannst du mich mal, blödes Gultula-Ding da. Nee, nicht nochmal. Nein, nein, nein. Ist der Majoras-Ballon wieder da? Nein, ist er nicht. Gut, so. Braucht man den schon mal nicht mehr wegmachen. Ja, 7 Minuten haben wir auch schon wieder. Die Zeit neigt sich schon wieder mal dem Ende. Hinzu, wie auch immer. So. Komm. Yo-Yo, Baby. Ja, ja. Ich will mit dir in die Nacht tanzen. Komm. Oh Gott, diese Musik ist einfach klasse. So, haben wir jetzt Nacht? Jo, es ist Nacht. Nacht des zweiten Tages, es verbleiben. Ja, wir wissen so, diese genialen Sternenmusik. Nee, wir wollten, nein, no. Nicht nochmal, nein. Übrigens, ja, ja, du kennst dich da aus, ich weiß, aber wir wollen es uns nicht anhören. Wir wollen weitergehen und wollen... Hört sich doof an, aber wir wollen auf die Toilette gehen im Gasthof. Und weil da kein Klopapier ist, brauchen wir die Urkunde. Und zwar für einen Freund. Der will nämlich Toilettenpapier haben. Hat keins, weil es da keins gibt. Fragt uns, ob wir welches haben. Und ja, wir missbrauchen einfach die Urkunde. Das ist unser Toilettenpapier. Und ja, dann hat sich die Sache. Mal gucken, ob wir das in dem Part noch schaffen. Müsste aber machbar sein, also. Glaube ich schon. Ach, der leckt so viel, Leute. Es tut mir echt leid. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Oder woran es liegen könnte. Aber es geht ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, dass es permanent. Er hat zwischendurch mal ein paar Störungen, aber... Also ich finde, damit kann man leben. Damit kann man echt leben. So, rein da! Der Gasthof hat natürlich nicht mehr auf. Die haben die Tür geschlossen. Wieso sie allerdings so doof sind und dann hier oben auflassen, weiß ich nicht. Da kann ich euch auch nicht sagen. So, komm durch da. Wo war die Toilette? Unten. Wir hören da noch das Tapsen von der... Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ach, seht euch das an. Basil, Basil ist auch wieder da. Es ist ja abends. Ey, ich glaub's nicht, der Gasthof schließt. Ja. Oh. Ah. Ah, von mir aus kommst du jetzt. Von mir aus eben nochmal. So. Komm rein da. So, und dann sehen wir uns hier einfach im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, euer CC-Gamer.